Matthias von Matz Gitarrenkurse. Und heute wollen wir uns das Bootcamp zu den beiden Akkorden E-Moll und D als weitere Vorbereitung auf den Song Lady in Black anschauen. Ich hole die Kamera wieder ran und dann üben wir zusammen. Bis gleich. So, ich hoffe, ihr habt die Akkorde schon so ein bisschen geübt. Und wir fangen jetzt an bei Tempo 60, greifen den E-Moll-Akkord, schlagen alle sechs Saiten an, lassen den Akkord vier Schläge klingen und wechseln dann zu D-Dur, schlagen ab der D-Saite an und lassen den Akkord eben auch entsprechend vier Schläge klingen. 3, 4 und 3, 4. 2, 3, 4. Schulter entspannt hängen lassen, Ellbogen hängen lassen, Kraft aus dem Daumen nehmen. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und jetzt lassen wir jeden Akkord nur zwei Schläge klingen. 2, 3, 4 und. Und jetzt nur noch einen Schlag. Einfach versuchen mitzukommen. Wenn ihr rauskommt, einfach bei E-Moll wieder einsteigen und wieder versuchen mitzukommen. Jawohl, wir gehen ein bisschen höher auf Tempo 69 und fangen wieder an mit vier Schlägen pro Akkord. 3, 4. 3, 4. 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Und jetzt ein Schlag. Mal höher auf Tempo 80 und fangen wieder an mit 4 Schlägen. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. Schläge. 1, 2. Locker bleiben, entspannt bleiben. Ich hoffe, dass der Wechsel zwischen E-Moll und D jetzt relativ gut klappt und dann können wir uns im nächsten Tutorial mit dem Schlagmuster beschäftigen. Aber natürlich braucht es noch ein bisschen Zeit, bis die Akkorde wirklich so laufen, weil das Tempo nachher von dem Song ist schon relativ flott. Wir haben zwar nicht so viele Wechsel, aber eben durch das höhere Tempo muss der Wechsel schon ziemlich zügig über die Bühne gehen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib mir den Daumen hoch. Abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Oder komm bei Facebook oder Twitter vorbei oder auf meiner Homepage www.mats-gitarren-kurse.de. Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder. Und...